So, herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo. Wir haben hier ein wunderbares Craft Beer stehen. Und zwar das Imperial Stout aus der Schönramer Brauerei oder so. Das werden wir jetzt noch hier genau erkunden, wo das herkommt. So. Dann gucken wir uns mal die Flasche an. Die kommt ohne große Schnörkel aus. Private Landbrauerei Schönramm. Aha, Schönrammer heißt das dann. Verstehe. So, was haben wir denn hier? Eine obergärige Starkbier-Spezialität. Aha, aha, aha. Obergärig. Mhm. Mit Kakao, Kaffee und Schokoladenaromen. Meine Fresse. Wer denkt sich denn sowas aus? Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Weizenmalz, Hafermalz, Hafermalz, Hopfen und Hefe. So, zum Glück ist es nur eine kleine 0,33er Flasche. Und die können wir also ruhig mal testen hier. So, das kürzen wir auf. Ah ja, leichte Verdunstung, ganz leicht nur. Schöner Kronkorken. Jetzt zeigt auch nochmal hier das, was da auf der Flasche steht. Ich habe schon wieder vergessen. Dann schnuppern wir erstmal an der Flasche. Ui! In der Tat. Schokolade, Kaffee, Fruchtnoten. Das ist ja immer ganz interessant bei diesen Craft-Bier-Sorten, was die echt für ein Aroma haben. Obwohl eigentlich so nur Zutaten verwendet werden, die man ja eigentlich auch aus anderen Biersachen kennt, ne? So. Temperatur zum Genießen hier. Was wird gesagt? Boah, 22% Stammwürze, 9,5% Volumen Alkohol. Ja, wie gesagt, gut, dass es nur eine kleine Flasche ist. Was? Idealer Begleiter zu würzigen Blauschimmelkäse oder Bitterschokolade. Nee, nee, das wollen wir jetzt hier nicht. Wir geben das erstmal so ins Glas hinein. Kommt sehr dunkel daher. Fast schwarz. So sieht's aus. Ja, haben sich auch Ablagerungen gebildet. Das hat jetzt eine ganze Zeit im Kühlschrank gelegen, also deswegen auch diese Ablagerung, die wir hier sehen können. Macht aber einen ordentlichen Eindruck im Glas. Schöner, fester, feinporiger bis offenporiger Schaum. Natürlich keine Perlung hier zu sehen, weil das einfach zu dunkel ist. Ein bisschen näher halten, vielleicht sieht man, guck mal, was sich da unten abgesetzt hat im Glas. Das sieht ja ekelig aus. Naja gut, da muss man durch als Biertester, ne? Ah, scheiße, verbrannt. So. Dann würde ich sagen, schnuppern wir mal am Gläschen, an der Glasnase. Ah. Oh, meine Fresse. Also riecht schon echt interessant, das kann man nicht anders sagen. Wirklich feine Kaffeenote rauszuschmecken, zu riechen. Schokoladig aber auch. Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das so zu einer schönen Zartbitterschokolade, dass das ganz gut passt. Okay. Ja, gut. Was steht hier drauf noch? Farbe 150 EBC. Okay. Ich würde das Ganze ein bisschen anders beurteilen. Meine Einschätzung ist Farbe schwarz. Okay, Prost. Ja, man darf keinen Pilzgeschmack erwarten, wenn man sowas testet, ne? Grundsätzlich aber irgendwie schon geil. Also oh.
Also irgendwie schon interessant, wirklich solche Geschmacksnoten hinzukriegen. Ach, ist das fies. Also ich bin der Meinung, so ein Craft-Bier sollte man echt nicht saufen. Man müsste das eigentlich aus kleineren Gläsern trinken, fast aus Pinnekens. Und dann immer nur so Probierstückchen. Weil richtig trinken kann man das einfach nicht. Das ist, dann hat man nichts vom Geschmack. Kleine Schlücke, dann kommt der Geschmack richtig rauf. Das ist echt krass. Krasse Kakaonote. Kaffee auch. Also Kaffee und Kakao mag ich beides auch gemischt. Vom Geschmack her wirklich nicht schlecht. Aber halt kein Bier. Also, dass ich sowas irgendwie annähernd Bier nennen darf, auch wenn es Craft Bier heißt. Nee. Das ist einfach, ein Bier muss nach Hopfen und Malz schmecken. Und das schmeckt weder nach Hopfen noch nach Malz. Sondern irgendwie, leicht bitterlich. Dann dieses Aroma von Schokolade und Kaffee. Also es ist eine interessante Sache. Aber für uns Biertester ist Craft Beer einfach nicht geeignet. Wir wollen Bier saufen, es soll gut schmecken, es soll schöne Perligkeit haben, es soll angenehm im Mund sein und es soll, ja, es hört sich jetzt blöd an, aber es soll einen geschmacklich befriedigen. Und das ist einfach bei diesem Craft Beer irgendwie nicht der Fall. Ich könnte mir das wirklich gut vorstellen, so bei einem schönen Essen. Scheiße, hier ausgegangen. Einfach, dass man, das so zum Essen reicht, das Essen halt genau auf das Craft Beer abgestimmt und dann so ein schönes Bierdinner. Also zu jedem Craft Beer gibt es halt jetzt so, wie so verschiedene Canapés und so. Und ich schweife, glaube ich, ein bisschen ab. Auf jeden Fall, schöner Test, Tobel, danke dafür.